Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Shakitistan von Shake One in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Shakitistan von Shake One, das Ganze am 15. April erschienen. Wir haben hier keine Box, sondern eine Vinyl vorliegen. Das Album in dieser Form erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier vorne einfach mal einschneiden. Dann können wir auch hier nochmal das Ganze vergrößern, den Schnitt. So. Wir haben hier eine Vinyl in Türkisblau. Also hier oben lesen wir in weißer Schrift Shakitistan, oben links dann noch Shake One und hier haben wir dann den guten Mann stehen in einem herrschaftlichen Mantel und dann haben wir hier diverse Frauenhände mit roten Fingernägeln, die hier aus dem Nichts kommen. Dann rechts eine Frau, einen kleinen Brunnen, so einen kleinen Hydranten, ein Junge auf dem Dreirad, diverse Szenen, die sich hier abspielen und hier oben haben wir dann auch noch eine knapp bekleidete Dame, die hier auf einer Rakete zwischen Planeten umherfliegt. Also das sieht irgendwie ein bisschen nach Mond aus. Und das da hinten ist dann wohl der Saturn. Also sehr spannend, was sich hier alles so abspielt auf den diversen Ebenen dieses Covers. Und dann haben wir hier noch so Säulen, auf denen haben sich die beiden Produzenten des Albums verewigt. Also nicht nur hier auf dem Cover ihren Stempel aufgedrückt, sondern auch musikalisch Achim Funk und natürlich Klaus, die beiden Hauptproduzenten des Albums, die haben zu zweit alle Beats zu dem Album produziert. Auf der Seite lesen wir hier dann auch wieder Shakitistan und Shake One. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 10 Tracks an der Zahl und wir haben bei diesen 10 Tracks 5 auf der A-Seite, 5 auf der B-Seite, logische Aufteilung. Und wir haben Features einmal hier, Nordachse FM mit Heiko. Und dann auf Track 10 haben wir noch Features von Die Mördertruppe. Die besteht aus Morlock Dilemma, GGB, MC Bomber, Tiger und Ivo. Und die Cuts von Bobby Solo. Muss ich ehrlich sagen, den Herrn kenne ich nicht. Dann haben wir auch noch diverse Szenen, die sich abspielen in Shakitistan. Und auch hier im Hintergrund sehen wir dann die Gegend von Shake, also Berlin, Nordberlin in diesem Fall. Links unten ein Barcode und rechts unten noch Nordachse, das Label, über das das Ganze erscheint. Dann holen wir mal die Vinyl aus der Hülle. Ob hier noch was drin ist, sehen wir gleich. Nein, also hier haben wir die Vinyl in einer weißen Papierhülle. Es ist das dritte Soloalbum von Shake One. Und jetzt holen wir mal die Vinyl hier raus. So, also weiße Papierhülle und die Vinyl an sich dann klassisch in schwarz gehalten. So sieht das aus. A-Seite mit 5 Tracks. Auch hier haben wir dieses Element oder dieses Artwork, was wir von dem Rückcover kennen. Und dann haben wir hier die B-Seite, ebenfalls in dieser Gestaltung. Ja, 10 Tracks auf A- und B-Seite verteilt. Dann packen wir das Ganze mal wieder zurück. Also, das Ganze kommt in dieser weißen Papierhülle. 10 Tracks, 5 auf der A-Seite, 5 auf der B-Seite, einige Features mit dabei. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Shakitistan von Shake One. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shake One unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.